Wir schauen uns den freien Fall an, und zwar einfachheitshalber den freien Fall ohne Luftreibung. Das ist eine Näherung und ein historisches Experiment, bei dem man nicht weiß, ob es stattgefunden hat oder nur ein Gedankenexperiment war. Das war, dass der Galileo Galilei eine Kugel hat fallen lassen vom schiefen Turm von Pisa aus. Das hat hier eine Höhe von 57 Meter. Das heißt also, irgendeine Kugel fällt 57 Meter runter und da oben ist der Galileo und der lässt fallen und wir gehen mal davon aus, es gäbe keine Luftreibung. Dann haben wir eine Geschichte mit einer konstanten Beschleunigung. Also wir haben nicht die Formel VSS durch T. Gilt immer für konstante Geschwindigkeiten. Wir haben die konstante Beschleunigung, das heißt, wir haben A gleich Delta V durch Delta T, V Quadrat ist 2s, s gleich 1 halb at Quadrat und natürlich f ist m mal a. Und wenn wir jetzt im freien Fall sind, dann gelten diese Formeln natürlich alle, aber man schreibt es ein bisschen anders. Der Weg s ist jetzt die Höhe h und die Beschleunigung a, das ist mein g, mein Ortsfaktor. Ja, also meine 9,81 Meter durch Sekunde Quadrat. Das heißt, ich habe V Quadrat ist 2gh und ich habe h gleich 1 halb gt Quadrat und ich habe F gleich m mal g, das ist die Gewichtskraft natürlich. Diese ganzen Formeln, die eigentlich nichts anderes sind als die Formel, die immer gelten, wenn ich eine konstante Beschleunigung habe, die gelten jetzt hier im freien Fall. Und dann kann ich zum Beispiel ausrechnen, mit welcher Geschwindigkeit knallt der da unten auf. Also hier, dann nehme ich die Formel. V ist Wurzel aus 2 mal g mal h und setze alles ein und dann bekomme ich genau 33 Meter pro Sekunde. Das ist ungefähr 120 Kilometer pro Stunde. Also ohne Luft ist das schon extrem schnell. Aus dem Weg gehen. Oder ich könnte die Zeit ausrechnen. T, da würde ich diese, hier sind wir, so hier, das würde ich nach T auflösen. T Quadrat gleich 2h durch g, damit ist T gleich die Wurzel aus 2h durch g, setze die Höhe h ein, 57 Meter g, die 9,81 und ich komme auf 3,4 Sekunden. So lange wäre die Kugel unterwegs, wenn es ohne Luftreibung wäre. Okay. Ich kann, genau, die Formel ist vielleicht ganz interessant. Da kann ich jetzt, also oder auch hier, nochmal zurück, gehen wir auf die da, wo ist aber hier? Ich kann, wenn ich einen Stein fallen lasse, anhand der Zeit t, also wenn ich t zähle, die Höhe h schätzen, zum Beispiel, ist der freie Fall, was ich habe. H gleich 1 halb mal 9,81 mal t Quadrat und 1 halb mal 9,81. Also h ist ungefähr 5 t Quadrat. Das heißt, wenn t gleich eine Sekunde ist, dann ist die Höhe 5 Meter. Ich schmeiße einen Stein runter, zähle bis 21, dann in einen Brunnen zum Beispiel, dann ist der Brunnen 5 Meter tief. Ja? Und bei t gleich 2 Sekunden, dann hätten wir 4 mal 5, also h ist ungefähr 20 Metern. Dann spielt, das ist alles ohne Luftreibung, also bei t gleich 3 Sekunden, dann hätte ich h gleich 45 Meter. Also da glaube ich, bei jedem Stein spielt die Luftreibung mit rein, dann würde ich sie auf 30 Meter schätzen. Ja, genau. Die Masse, da war Frage nach der Masse. Warum ist die Masse wurscht? Ja. Und der Galileo hat im Geiste Lego gespielt. Man stelle sich jetzt mal vor, ich habe hier zwei Lego-Steine und die sind zusammen. Also natürlich nicht Lego, der hat irgendwelche Holzklötze im Geiste zusammengeklebt. Ja? Also zwei Lego-Steine und die sind zusammen. Ja, und zwei gelbe Steine und die lasse ich fallen. Und jetzt nehme ich die gleichen Lego-Steine her und tue sie aber nicht zusammen. Ja, also die liegen locker auf, die Noppen liegen aufeinander, aber die haben also keine Verbindung, keine Haftung. Jetzt gibt's, nehmen wir wieder gelb, damit es klar ist, sind die gleichen Steine. Die lasse ich auffallen. Und jetzt hat das hier ja die doppelte Masse, zweifache Masse und hier habe ich nur die einfache Masse. Also das Gesamtobjekt ist doppelt so schwer wie dieses Einzelobjekt.
Und es gibt Leute, die sagen, wenn es schwer ist, fällt es schneller. Aber wenn ihr das ausprobiert, also zwei Steine, die aufeinander liegen oder die zusammengeklickt sind, das ist egal. Die fallen ungefähr gleich schnell. Und mit diesem Gedankenmodell kam der Galileo auf die Idee, dass er dem Aristoteles nicht glaubt, dass er meint, es ist von der Masse unabhängig. Im Alltag haben wir immer einen anderen Eindruck und das liegt an der Luftreibung. Da mache ich jetzt mal so freier Fall mit, also mit Luftreibung. Ein Beispiel ist der Fallschirmspringer, bevor der den Schirm löst. Ja, da fliegt er runter. Jo, ganz schnell. Und hat Spaß. Es muss schön sein. Ich habe es noch nie gemacht. Würde es irgendwann mal gerne machen. Genau. Und in dem Fall. Alles weg. So. In dem Fall gilt Folgendes. Also nach unten wirkt natürlich die Gravitationskraft. Die möchte den beschleunigen. Fg. Aber dagegen wirkt eine Reibung. Und die ist irgendwann genauso groß. F-Reibung. Die Luftreibung. Also dieser Fallschirmspringer, der wird schneller, der wird immer schneller und schneller, schnell. Und zwar, der wird, je schneller er ist, umso mehr Luftreibung gibt es natürlich. Der wird so lange schneller, bis diese beiden gleich sind. Ja, die Reibungskraft ist gleich der Gravitationskraft. Und wenn die gleich sind, gibt es keine Beschleunigung. Es gilt ja immer der Newton. F gleich n mal a. Und wenn F 0 ist, 0 Newton, dann ist natürlich a gleich 0 Meter durch Sekunde Quadrat. Also keine Kraft, keine Beschleunigung. Und das bedeutet, ich fahre mit V ist konstant. Fliege ich darunter. Also mit, jetzt habe ich V ist S durch T. Der mit 300 Kilometer pro Stunde ist außer der Erde entgegen. Und wenn ich jetzt irgendwas fallen lasse, also irgendein Stein, dann ist die Frage, also am Anfang habe ich A ist konstant. Und irgendwann habe ich dann V ist konstant. Ja, und bei einer Feder, ist das eine Feder? Ja, eine schönere Feder mal. Also ne, ich habe eine Feder. Bei einer Feder gehe ich sehr schnell von der Beschleunigung über zu V ist konstant und die Feder, die tut da schön gleichmäßig darunter sausen. Dagegen, wenn ich irgendeinen Stein habe, also was Festes, dann plompt der die 2 Meter runter, ohne dass ich irgendwas davon merke, dass V konstant ist. Okay, das war mit Luftreibung und das war das Gedankenmodell vom Newton und zum Rechnen ist beim freien Fall einfach immer diese Formeln mit immer diesen 9,81. Freier Fall heißt 9,81, ja, ohne Luftreibung. Mehr ist nicht dabei. Ja.